Meine sehr verehrten Damen und Herren, sehr geehrte Pressevertreter, ich darf Sie ganz recht herzlich zur Pressekonferenz anlässlich unseres heutigen Meisterschaftsspiels in der dritten Liga gegen den SC Preußen Münster begrüßen. 3.636 Besucher in der NSV-Arena sahen am heutigen Montagabend das 0:0 unentschieden. Bei mir jetzt die Trainer der beiden Mannschaften, zu meiner linken Gästetrainer Marco Antwerpen, zu meiner rechten Kfz-Trainer Norbert Meyer. Antwerpen, ich darf Sie dann zunächst um Ihren Kommentar zum heutigen Spiel bitten. Ja, schönen guten Abend erstmal alle. Ich denke, wir sind hier ganz gut in die Partie reingekommen, hatten das, was wir uns vorgestellt hatten, viel Ballbesitz. Wollten erstmal so den Anfangsdruck aus der Partie rausnehmen. Ich glaube, das hat gut funktioniert. Ohne jetzt selber schon Torschancen rauszuspielen, haben uns ein bisschen schwer getan. Ja, dann verändert Oehling ein bisschen die Höhe, sind ein bisschen aktiver gegen unsere Eröffnung und das hätten wir ändern müssen. Da hätten wir schon mehr oder weniger dann auf etwas längere Bälle übers Pressing draufgehen müssen und das haben wir in der Situation dann nicht gemacht. Haben dann weiter versucht von hinten raus zu spielen und haben uns dann so ein bisschen mehr oder weniger selber in Schwierigkeiten dadurch gebracht. Ja klar, schon die ein oder andere Torschance dann auch zugelassen. Unser Torwart Max, das dann aber auch, glaube ich, immer noch ganz, ganz gut regeln konnte. Dann zweite Halbzeit haben wir uns ein bisschen umgestellt, dass wir weniger hinten rausspielen, ein bisschen mehr lange Bälle sofort einstreuen und hat funktioniert. Gegner nicht mehr ganz so viele Torschancen gehabt, mir glaube ich eine recht große noch erste Halbzeit. Bei der Freistoßsituation von Oehling nochmal Glück gehabt, dass er vorbeigeht. Aber die alles entscheidende Situation ist glaube ich trotz allem auch in der ersten Halbzeit, als Lukinia das Handspiel im 16er verursacht und dementsprechend eigentlich es eine Elfmeterentscheidung hätte geben müssen, jetzt zum wiederholten Male gegen uns nicht getroffen wird und sowas hätte natürlich einen Spielverlauf auch geändert und mit einer 1-0-Führung hätten wir, glaube ich, hier richtig gut weiter in die Partie gefunden. Es ist mittlerweile, wie wir halt in den Spielen benachteiligt werden, halt schon extrem, obwohl ich jetzt sagen muss, dass ich den Schiedsrichter heute gut fand. Ich fand den Schiedsrichter auch in den Lotte gut, da hätte es aber auch einen Elfmeter geben müssen. Also grundsätzlich ist das ja nicht immer so, dass der Schiedsrichter über die komplette Zeit nicht gut pfeift, aber es sind halt die entscheidenden Situationen und die werden gegen uns ausgelegt und das ist mittlerweile schon gravierend. Ja, sonst gibt es eigentlich nichts mehr zu sagen. Vielen Dank dafür. Vielen Dank, Marco Antwerpen. Dann habe ich jetzt Kfz-Trainer Norbert Meyer um seinen Kommentar. Ja, ich habe der Mannschaft eben im Kreis gesagt, dass wir eine sehr geschlossene Mannschaftsleistung geboten haben. Ich gebe dem Marco recht, die erste Viertelstunde haben wir ein bisschen Probleme gehabt, haben dann durch eine taktische Veränderung auch viel, viel besser ins Spiel gefunden, haben unsere Möglichkeiten gehabt mit Maxis Pfostenschuss, Conor Kempicki auch in der zweiten Halbzeit nochmal auf. Wie gesagt, wir haben uns nicht belohnt. Man muss natürlich immer bei Preußen Münster wach sein. Sie haben bei Freistößen Kubilanski, sie können auch das Spiel schnell nach vorne treiben. Aber ich denke, wir haben das eigentlich über den gesamten Zeitraum der Partie sehr, sehr gut hinbekommen, sind nie in Unruhe verfallen, sondern haben immer wieder versucht aufzubauen und Lücken zu finden, haben uns da gut rausgespielt, aber dieses letzte Quäntchen, dieses, ich denke auch aufgrund der Chancen, das verdiente 1-0 haben wir dann nicht gemacht. Sicherlich haben wir die Szene angeguckt, hat man auch gesagt, ich bin ja eigentlich dafür, Gleichheit mit Videobeweis, auch in der dritten Liga, heute war ich froh, dass er nicht da war. Aber ich sage auch, die Aktion von Heidemann, auch die war grenzwertig. Das war auch eine Aktion, wo man dann vielleicht etwas mehr hingucken musste, aber grenzwertig war sie auch. Wichtig ist, wenn du so ein Spiel, wenn du das entscheidende Tor nicht machst, dann musst du in der Lage sein, auch die Null zu halten. Das hat die Mannschaft geschafft. Es wäre heute fatal gewesen, wenn wir für den Aufwand, den wir heute betrieben haben, noch bestraft worden wären mit einem späten Gegentor. Dankeschön. Vielen Dank, Norbert Meyer. Gibt es Fragen von Seiten der Presse? Da hinten. Ja, kurze Frage an Herrn Meyer. Obosan Kefti, er stand heute nicht im Kader. Gab es da einen bestimmten Grund zu? Und dann vielleicht mal kurz zu den Fanprotesten. Erst die Triller pfeifen, dann kein Support. Wie nicht mal sowas auf dem Platz war. Ja, wir haben natürlich auch viele Junge in unseren Reihen, die gut trainieren. Das heißt nicht, dass Kefke schlecht trainiert hat, aber die drängen auch nach vorne, die wollen auch spielen und wir wollen das auch nicht so halten, dass die Jungs hier nur deshalb dabei sind, weil sie in den U23-Bereich fallen.
wenn sie sich dementsprechend aufdrängen, dann bin ich auch mal bereit, etwas zu machen, was vielleicht noch nicht so oft stattgefunden hat. Wir brauchen hier diesen Leistungskampf und das geht im Training eben schon los. Nichtsdestotrotz hat der Ötzi natürlich alle Möglichkeiten, auch schnellstmöglich wieder in den Kader zurückzukehren. Mit den Trillerpfeifen, da fühle ich mich erinnert an Südafrika, WM. Ich glaube, ist schon, aber meine Güte, lassen sich was einfallen. Und es ist nicht meine Aufgabe, irgendwas zu kritisieren, weil das sind ja keine Dinge, die zu körperlicher Gewalt führen. Ja, vielleicht hat der eine ein oder andere Ohrenschmerzen bekommen. Das ist dann auch vielleicht eine Form von körperlicher Geschichte, aber das muss man den Fans dann auch mal zugestehen. Vielleicht ist das im Fernsehen, dann habe ich auch schon erlebt, wenn ich Telekom geguckt habe und habe ich immer gefragt, ist was mit meinem Fernseher? Und nachher habe ich dann erfahren, das waren die Trillerpfeifen, die da aufgetaucht sind. Aber damit müssen wir heute leben. Es gibt ganz andere Formen von Protest und die haben hier heute nicht stattgefunden. Gibt es noch weitere Fragen? Scheint nicht der Fall zu sein, dann darf ich mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Unseren Gästen aus Münster, einen guten Heimweg, alles Gute für den weiteren Saisonverlauf. Würde mich freuen, Sie alle wieder hier begrüßen zu dürfen. Am Freitag, 8. März, 19 Uhr gegen den Karlsruher SC. Bis dahin, schönen Abend noch. Tschüss.